Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mit Fahrrad unterwegs und ja, treffe mich nachher noch mit Natururin. Wir wollen irgendwo übernachten und ja, ich hoffe, das geht mit dem Wind, mit den Geräuschen hier. Ich fahre jetzt erstmal ein kleines Stück bis zur Hüntebrücke. Denk mal, da melde ich mich wieder. Zwischendurch gibt es ein paar kleine Videos von der Fahrt. So, da bin ich nochmal wieder. Ich habe, glaube ich, vorhin Hüntebrücke gesagt. Ich meinte das Ochtumsperrwerk. Da bin ich jetzt angekommen. Ich habe hier eben auch schon eine kleine Pause gemacht. Hinter mir ist es nochmal zu sehen. Das ist dann, da hinten ist die Weser, die fließt da lang. Und hier geht dann halt die Ochtum rein, das Sperrwerk. Und da geht die Ochtum dann weiter. Jo, ich werde jetzt in die Richtung. Zum Fahrrad. Jumento 1990, ganz neu. Jetzt seit gerade kurzem erst lieferbar. Ich habe laut Clemens, dem Chef der Firma, wohl mit eins der ersten bekommen, die ausgeliefert worden sind, da ich ohne Lackierung bestellt habe. Es ist noch nicht ganz fertig. Mir fehlt eine Vorderradbremse, weil der Hydraulisch und der Schlauch natürlich zu kurz ist, weil ich das übernommen habe von meinem alten Mountainbike. Deswegen habe ich mir jetzt aber einen neuen Schlauch bestellt, dass ich da vorne hinkomme. Und ich muss den Nabendynamo noch zum Laufen kriegen, beziehungsweise auch noch verkabeln. Und ich brauche noch Licht. Ich habe jetzt erstmal nur eine Halterung für eine Taschenlampe und ein Licht mit Akku. Die Schaltung muss noch ein bisschen eingestellt werden, deswegen bin ich auch eigentlich unterwegs. Ich habe das jetzt erst seit Freitag. Am Wochenende habe ich es aufgebaut und heute ist Dienstag. Also erste Tour jetzt so wirklich. Aber da gehe ich noch mal genauer drauf ein. Nächste kleine Pause am Wilkenhof. Ja, Wilkenhof im Niedervieland bei Strom. Ich habe da vorne schon aufs Schild geguckt. Zum Zentrum sind das jetzt 7,1 Kilometer. Da fahre ich hin, langsam. Und treffe mich da dann gleich mit einem Kollegen, der begleitet mich dann ein bisschen. Jo. Cool. Dann eine Änderung war nicht geplant, aber ist ganz gut.
Aber wie gesagt, ich habe ja sowieso keine Tour geplant, so richtig, wo ich lang fahre, sondern so ein bisschen kreuz und quer. Soll ja auch eigentlich erstmal so nur so eine Probefahrt sein mit dem Rad. Ja, ich mache jetzt hier noch kurz ein bisschen Pause. Hier ist nämlich ein bisschen Schatten. Das ist leider an so einer Landstraße, die relativ stark befahren ist. Ja, kurz danach gibt es nämlich da vorne, sieht man vielleicht, weiß nicht, so da, diese riesen Gebäude da. Das ist das GVZ, ein riesen Logistikzentrum, und da ist viel Industriegebiet, da fahre ich dann gleich durch, da ist nicht mehr ganz so schön. Und dann fahre ich aber wieder an die Weser, mache dann nochmal ein bisschen Pause, da ist dann auch wieder etwas schöner, weil mein Kollege braucht noch ein bisschen, bis er dann, bis wir uns treffen. Aber es ist immer noch sehr früh, und ja, mit den anderen, mit Natururin, treffe ich mich erst heute Abend, das wird wahrscheinlich sowieso erst gegen 20 Uhr, 20:30 oder sowas schätzungsweise sein. So, jetzt bin ich in der Bremer Neustadt. Wir haben noch ein bisschen was dazu eingekauft, einen Grill unter anderem und so. Ich habe jetzt den Adi getroffen. Der ist dabei ab jetzt. Wir sind hier bei so einem Rewe gerade. Jetzt warten wir gerade noch auf einen Kollegen. Und dann machen wir uns auf den Weg zu Natururin. Schauen wir mal, was da los ist, und dann geht's weiter zum See. So, Natururin, wo bist du? Ich habe ihn jetzt versucht anzurufen, ging nicht ran. Schreiben tut er mir auch nicht. Der muss irgendwie von da kommen. Wo das SWB ist, das große, da sieht man das. Da bin ich mal am Kopf da vorne. Oder kann ich den nochmal ranzoomen. Da hinten, genau, in der Mitte das Ding. Da kommt er. Und wir müssen da lang. Also der müsste hier entweder gerade durch sein, oder der kommt da jetzt irgendwo. Wir machen hier eine kurze Pause. Von hier aus ist das dann nur noch 2-3 Minuten oder so, dann sind wir auch schon da. Wir würden da gleich sonst einfach hinfahren und auf die warten. Genau. Moin! Hi! Hi. Hallo! Servus! Servus! Ich bin der kleine Engländer. Ja, moin! So, Marvcon TV ist auch dabei. Moin. Und Adi ist auch dabei. Wir werden heute eine richtig wilde Nacht haben. Ja. Mit ganz viel Geräuschen und das wird richtig ohrenbetäubend laut sein. Das wird, genau, wir werden durchschnitten. Warte, dann mach das so, dann kannst du uns auch sehen, kontrollieren. So, oh, Fahrrad. Ja, wenn jetzt eh alle trinken hier. Geprost. Geprost. Geprost.
Alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Ja, danke schön. Ja, genau. Mahlzeit. Schau mich. Dankeschön. Und das da ist ekelhaft. Ich glaube, ich kriege mehr Hate über das als andere. So, da ist der Natururin und wir sind am See. Jetzt sind wir hier erstmal angekommen. Und ja, wir haben ja eigentlich überlegt, dass wir im See pennen. Unser Platz wäre da vorne gewesen oder da hinten irgendwo. Jo. Jetzt haben die sich aber überlegt, also die pennen unter der Brücke. Da hinten ist so eine Eisenbahnbrücke, die ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber da wollen die übernachten. Und ja, jetzt haben wir uns überlegt, ob wir jetzt erstmal alle zusammen schwimmen gehen und dann vielleicht auch damit hingehen zum Übernachten. Ja, erstmal gehen wir eine Runde schwimmen. So, jetzt machen wir eine Runde schwimmen. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Pause. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie eine Kleinigkeit esse oder so. Auf jeden Fall machen wir ein bisschen Pause und dann ja, überlegen wir jetzt, ob wir mit den beiden mitgehen. Genau, da. Leo, auf jeden Fall auch der sein YouTube-Kanal ist auch unter dem Video verlinkt, genauso wie Natururins Videokanal, YouTube-Kanal, aber das kennt ihr wahrscheinlich sowieso, wenn ihr meinen Account kennt hier und meinen Content. Ja, der macht auch YouTube. Auf jeden Fall auch mal vorbeigucken. So, es ist inzwischen richtig dunkel geworden. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir hier schlafen. Also nicht mehr unter die Brücke, wie die anderen wollten. Wir schlafen jetzt hier. Es ist sehr dunkel inzwischen. Ja, wir bauen jetzt hier auf, übernachten hier und dann geht das irgendwie morgen weiter, glaube ich. So, damit würde ich sagen, gute Nacht. Ich glaube, ziemlich verschwommen, aber irgendwo da, ja, werden wir jetzt schlafen. Guten Morgen. So, wir haben geschlafen. So haben wir geschlafen. In der Natururin schläft noch. Wir sind schon ein bisschen wach. Und wir haben auch schon den Grill an und grillen uns hier Frühstücksbratwurst. Da so. Ja. Jo, das machen wir jetzt. Essen und dann mal weiterschauen. So, ich habe das Brot nochmal aufgepumpt. Ich habe die ganze Zeit dabei gehabt. Habe ich glaube ich auch schon gesagt. Ja, und jetzt will ich probieren, mit der Decathlon Isomatte eine Runde zu surfen oder so. Anscheinend dauert es noch ein bisschen. Das hier ist der Isomatte funktioniert. Perfekt. Das ist doch gut. Also, bitte nicht nachmachen. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Ich melde mich wieder, wenn es was zu melden gibt. Ja, ich habe mir jetzt, eigentlich habe ich ja überlegt, die Tour
mit der einen Übernachtung zu belassen. Die beiden anderen, die wollen jetzt heute Nacht noch unter einer Autobahnbrücke übernachten. Und ich dachte mir, wenn ich schon mal hier bin, es ist nicht weit, da hinten ist die Autobahnbrücke gleich, dann nehme ich die Nacht auch noch mit. Da mache ich dann auch noch mit bis morgen. Und dann kann man morgen danach auch mal rüber hier zum See, eine Runde schwimmen gehen morgen früh. Und von dort aus fahre ich dann wahrscheinlich langsam nach Hause. Das heißt, es wird wohl ein etwas längeres Video heute, diesmal. Mit 3 Tagen. Ja, klar, 3 Tage sind es dann. Mit einer Übernachtung unter einer Autobahnbrücke mit Natururin und Leopold Elvis. Wie gesagt, beide unter dem Video auch verlinkt. Einfach mal vorbeischauen, beides YouTuber. Genau. Erstmal paddel ich jetzt hier noch ein bisschen rum, beziehungsweise lieg hier ein bisschen rum. Ja, es ist auch noch früh, wir haben das gerade erst irgendwie 13 Uhr gleich. Wir bleiben auf jeden Fall heute noch hier am See so lange. Ein paar Sachen filmen wir vielleicht noch. Da hinten kann man ins Wasser springen. Vielleicht wollte ich da nochmal mit den Jungs hin. Ich glaube, da paddel ich mal eben hin, wie das da inzwischen aussieht. Da ist, glaube ich, so ein 3 Meter hohes Dingsbums mit Leiter. Das ist ganz cool. Ja, ich paddel da mal eben hin. Gucken wir uns mal an. So, ich bin angekommen. Da steht halt ein Bagger gerade drauf. Das ist nicht so toll. Jetzt drehe ich mich auch noch weg hier im Wind. Ja, da ist das Ding halt. Da ist noch eine Leiter an der Seite, aber da steht jetzt ein Bagger drauf. Da geht das nicht so gut. Und daneben, da ist auch noch eine kleine Slip-Anlage. Auch ganz cool hier. Da hinten ist die Eisenbahnbrücke. Da wollte Natururin und Libo eigentlich übernachten. Ja, aber die sind ja bei uns geblieben dann hier am See. Wir sind da hinten ganz um die Ecke rum. Da ist unser Platz. Zum Packcraft. Und zum Momentum 1990 kommt dann nochmal ein gesondertes Video, wo ich das ein bisschen vorstelle. Bei dem halt, wenn ich es dann erstmal richtig komplett fertig aufgebaut habe. Und hier, das hier, da wollte ich dann auch nochmal ein kleines Video zu machen. Einmal vorstellen, einmal gucken, was mir gefällt, was mir nicht so gefällt. Und ja, da mache ich noch gesondert was. Mit meinem anderen Dropstitch-Kajak zusammen, denke ich mal. Häusliche Gewalt. Ja. Ich bin eine heranwachsende Bazille. Und ich zeige euch mein Gesicht. So, es hat jetzt eben ein bisschen geregnet. Wir haben unsere ganzen Sachen zusammengepackt. Schon mal. Weil es soll gleich noch ein bisschen mehr Regen geben. Es wird auch schon wieder windiger. Und ein gleiches Gewitter soll es vielleicht auch noch geben. Aber irgendwie sitzen wir hier trotzdem noch die ganze Zeit rum. Wir warten jetzt einfach mal ab. Aber das sieht nicht so gut aus. Aber das zieht noch gerade noch vorbei. Ja. Schauen wir mal, da ist sonst ein Baum, da können wir drunter, oder wir haben auch Tabs dabei und so, was wir aufspannen können. Kommt auf dem Video vielleicht nicht ganz so rüber, aber es wird gerade richtig dunkel hier. Es donnert hinter mir die ganze Zeit. Da hinten ist noch hell, aber das zieht alles jetzt darüber. Die anderen haben sich schon bereit gemacht hier. Beide schon mit Regenponchos. Ja. Ein Haufen Fliegen über dir. Hier, guck mal nach oben. Ja. Das ist normal bei mir. Ja, das ist normal. Ja, mal gucken. Ich habe aber auch alles eingepackt. Soweit. Wasserfest. Alles, was nass werden kann, kann ruhig. Also, was nicht nass werden soll, ist eingepackt. Wenn es jetzt gleich anfängt zu regnen, dann habe ich auch mein Regenponcho da stehen. Boah, dann.
Oh nein. Ah, jetzt kommt's. Here comes the rain. Du, 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 du. Es regnet schon ein bisschen. Zum Glück habe ich einen Poncho an. Ich sehe nicht mal, ob man es sieht, aber es wird schlimmer. So sieht Marv kommen aus. So sieht der Natururin aus. Ist langsam nass, oder? Ja. Wind! Ja. Es wird. Hoffentlich wird es nicht viel schlimmer. Das wäre dann sehr, sehr schlecht für uns. Ich habe so richtig billigen Regenponcho an. Oh, schönen Ausschnitt hast du. Ja. Ich glaube, meins ist nicht mehr im Der ist mir durchgerissen. Ja. Mach ihn auch, während das noch geht. Bestes Wetter auf jeden Fall, um an den See zu fahren. Es ist kalt. Ich bin nicht einfach auf dem Handy. Fallen von oben. Bei ihm scheint er nicht ganz so dicht zu sein, er muss ja so sitzen. Genau, ich muss so mit Arme ausgespreizt, ja. Dass ich sitze. Kann ich deinen Stock ausleihen, Herr Naturi? Ja. Bei ihm kannst ist du mir das Stock sowieso geben, alles nicht so dicht, weil ich aber. Dicht bin. Ich bin nicht mehr dicht. Gib Stock. Durch den Arm. Stopp. Heuer! Ich bin Mini. Kannst du Stock durch. Wie geht das? Steck's durch. Los. Da. Los. Ah! Wird schon! Es wird schon gehen! Ja, geht doch. Ist, geht doch! Ja. Sieht so okay aus! Oh nein! Der Regen muss weg, der macht uns nass. Und das ist ein Billigregenponcho, da geht ein bisschen Flüssigkeit durch. Der ist voll billig. Der ist richtig billig. 10 Euro oder so. Genau. Der Regenponcho muss weg. Also nach dem Regen auf jeden Fall. Ich hocke hier mit dem Stock in der Hand und muss hier die ganze Zeit mit dem Stock in der Hand sitzen, weil sonst regnet es durch die Löcher durch. Es ist nicht mehr dicht. Toll. Ich finde das irgendwie ganz angenehm. Und jetzt durch das ein bisschen schütteln, da geht das schon. Oh. Ich bin eine heranwachsende Bazille. Ich bin nass. Ich auch, so ein bisschen. Wir haben uns jetzt überlegt, wir packen jetzt soweit wirklich den ganzen Rest auch noch zusammen. Und machen uns jetzt auf den Weg unter die Brücke. Hier vorne die Straße hoch, da vorne ist so eine Autobahnbrücke. Da werden wir jetzt runtergehen, weil das soll noch bis 20 Uhr weiter regnen. Das sind auch 2 Stunden, auch wenn das da hinten hell ist. Das sieht sehr gut aus, aber das zieht irgendwie alles anders als, Es donnert auch die ganze Zeit zwischendurch. Blitze. Ich meine, das Schlimmste haben wir überstanden. Aber trotzdem, wir gehen jetzt zur Brücke. Weil hier ist sowieso alles nass, hier sind überall Pfützen. Ja. Und übernachten wollen wir sowieso unter der Brücke. Genau. So, wir machen uns auf den Weg, das ist nicht weit.
Tada! So, das mit der Autobahnbrücke ist nichts geworden, da ist eine fette Baustelle drunter und auch Videoüberwachung mit so einem Bauüberwachungs-Dingsbums-Teil da. So, jetzt sind wir unter der Eisenbahnbrücke, wo die beiden eigentlich gestern übernachten wollten. Das sieht hier so aus. Nachteil ist, die ist nicht überdacht. Also da sind nur so Gitter. Und hier sind auch Bauarbeiten. Also die werden auch morgen früh anfangen. Die streichen das Ding. Die haben da vorne auch ein Gerüst und so. Und alles andere sieht hier auch noch nicht ganz so gut aus. Aber wir schauen mal, wie wir uns hier irgendwie aufbauen können, dass wir hier übernachten. Ja. Ich bin mal gespannt, was das wird hier. So, schauen wir mal. Also, wir haben uns jetzt hier einen Tarp gespannt. Da werden wir heute Nacht schlafen. Hier schlafe ich, in der Mitte schläft Naturin. Und man sieht ja schon, wer da sitzt. Er pennt dann halt natürlich ganz auf der Seite da. Ich habe meinen Ortliebbag dahin gepackt, weil es geht leicht bergab, damit ich dann hier runterroll. Funktioniert aber ziemlich gut. Jo, so sieht das aus. Genauer werde ich euch das morgen nochmal zeigen, im Hellen dann, wie wir dann gepennt haben, wenn wir überhaupt pennen können. Ich werde auf jeden Fall die ganze Nacht zuschnarchen und richtige Wildschweingeräusche machen. Er wird Wildschweine. Ja. Wildschweingeräusche, aber so richtig von Feins. Ja, genau. Mit ganz viel Kraft. So sieht das aus. So. Wir sitzen jetzt hier noch ein bisschen und ich würde sagen, nichts zur Aufnahme wird dann morgen früh sein. So, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind schon ein bisschen wach. Wir haben hier schon, ich habe schon gefrühstückt gerade. Und er hat auch schon Nudeln gekocht und so. Ja, so haben wir auf jeden Fall geschlafen. Eigentlich ganz schön. Viel Platz drunter. Hier gleich das Wasser. Da kann man auch eine Runde baden gehen, wenn man will. Überall Gänse. Und da oben fährt die ganze Zeit ein Zug vorbei. Aber ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Heute Nacht, also beim Schlafen auf jeden Fall nicht. Ja. Wir haben hier noch. Da kommt einer. Wird ja eh langsam. Das war ein kurzer und leiser Zug. Auf jeden Fall, es gibt hier noch einen platten Reifen bei Naturin. Das wird auch noch interessant. Ja. Muss man jetzt mal. Ich hab mein Feuerzeug wieder. Hey. Ja, er hat sein Feuerzeug verloren gehabt. Das war bei mir im Schlafsack. oder beziehungsweise in seinem Schlafsack, in dem ich geschlafen habe, weil ich keinen mit habe. Ja. Da kommt der nächste Zug. Wir haben alles zusammengepackt. Ich habe wieder alles auf mein Fahrrad drauf. Ja, da wie gesagt, da ist der Reifen platt. Er muss jetzt gleich wieder zurück nach Vorarlberg. Nur ein paar Stunden, ist okay. Acht oder so. Ja. Und ja, wir machen uns jetzt auf jeden Fall auf den Weg. Da ist noch eine Flasche Wasser, die muss noch mit und dann geht das los. Unterwegs und musst dir eine Bauchhose Scheiße kaufen, 40 Euro pro Rad, 80 Euro ausgeben. Dann hoffen, dass einer dir ein Werkzeug leiht, damit du die Scheiße abkriegst. Das ist Scheiße. Ja gut, das hätte ich dabei eigentlich. Bei so einer Karre.
Ja, also selbst an meiner Karre habe ich das dabei. Das ist zwar nur ein 13er Schlüssel und ein Imbus, so, aber damit kann ich an meiner Karre alles machen. So, und jetzt sind wir am Bahnhof. Wegen dem platten Reifen von der Durin. Da unten. Der ist komplett platt. Das ist voll scheiße. Ja. Deswegen sind wir jetzt am Bahnhof. Das ist von hier aus, haben die jetzt eine Haltestelle und dann müsst ihr nochmal umsteigen oder so oder gucken, ne? Ja. Genau. Dauert aber noch ein bisschen. Ich warte noch hier mit denen, auf, bis der Zug kommt und von dort dann fahre ich mit dem Fahrrad weiter. Wir müssen uns leider verabschieden. Der MarvCon TV geht jetzt woanders hin und ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ich muss mich verabschieden. Danke, dass ich dich sehen konnte. Und der ist größer als ich, der ist über 2 Meter. Richtig. Yay. Jetzt bin ich der Kleine. Ja, noch was zu sagen? Abschied? Genau. Nö, alles Gute. Komm gut nach Hause nachher, du hast noch eine weite Fahrt vor dir. Yay. Ne? Hoffentlich ist dein Auto noch da. Hoffentlich schon, ja. Ja, ja. Genau. Sonst laufe ich zu Fuß. Geht. Ja. Geht, ja, geht. Freue mich, wenn wir uns mal irgendwann wiedersehen. Ja, hoffe ich schon. Bestimmt, kriegen wir hin. Gerne. So. Ne? Offiziell, siehst du? Da wird geschüttelt. Ja, genau. So, ich gehe nochmal eben rüber zum Archi. Kommst du auch gut nach Hause? Ja. Das war lustig. Das ist ja nicht ganz so weit. Ja, genau. Aber ich habe so einen scheiß Platten. Ja. Der Platten muss repariert werden. Richtig. Genau. Gut. Dann. Ja. Wir sehen uns bestimmt. Ja. Vielleicht sogar noch die Tage. Ich weiß noch nicht, wie das noch aussieht mit Wochenende oder so. Ja. Ne? Nehmen wir vielleicht noch was auf. Ja. Genau. Gut. Dann. Kommt gut heim. Ja. Hab mich gefreut. Ja. So, die beiden sind jetzt im Zug. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Fahrrad. Ich bin schon wieder ein Stück gefahren. Ich bin schon wieder bei der Autobahnbrücke. Das ist ja alles hier nebeneinander. Ja, schade auf jeden Fall, dass Natururin Platten hatte. Oder hat. Sonst hätte ich die noch begleitet bis zum Auto. Ja, aber ist jetzt halt so. Und mit dem Fahrrad rein in den Zug hatte ich auch keine Lust für eine Haltestelle. Ich könnte da jetzt irgendwie hinfahren, aber das wäre von hier voll der Umweg, weil die Weser halt im Weg ist und so. Deswegen fahre ich jetzt so weiter. Und eventuell gehe ich die nächsten Tage schon wieder mit Natururin nochmal auf eine kleine Tour oder irgendwas. So, auf jeden Fall geht es jetzt für mich erstmal weiter. Ich fahre jetzt zum Schlachthof. Da treffe ich den Adi wieder, der auch schon mit dem Video war. Und noch ein paar andere Freunde, so BMX-Kollegen und so, weil der eine hatte Geburtstag. Mal gucken, was da noch so alles passiert. So, ich bin hier angekommen. Ich bin auch schon ein bisschen jetzt hier. Ja. Ich habe eben Schlachthof gesagt. Wer Schlachthof nicht weiß, was das ist hier in Bremen. In Bremen ist das der Skatepark. Oder einer der Skateparks. So. Beziehungsweise ist das Schlachthof eigentlich ein Kulturzentrum. Das ist da hinter den ganzen Bäumen, da irgendwo. Da werde ich angegriffen. Ich beende hier das Video an der Stelle, würde ich sagen, weil viel mehr interessante Sachen passieren jetzt nicht mehr, die ich euch in diesem Video noch zeigen möchte. Abonnieren und so brauche ich hier nichts dazu sagen. Wenn du bis zum Ende dabei geblieben bist, vielen Dank. Schön, dass du das Video bis zum Ende geguckt hast. Und ich bin am Überlegen, ob ich die Tage nochmal wieder was mit Natururin mache. Ein bisschen Urlaub habe ich noch. Vielleicht nutze ich das dafür noch und dann gibt es natürlich noch ein Video. Ansonsten haut rein. Viel Spaß, gute Nacht oder was auch immer. Ciao.